Ein internationales Model hat schon in London gelebt, war bei Germany's Next Topmodel mit dabei. Jetzt ist sie in L.A. vor zwei Tagen noch bei BBC. Also was? Ein busy girl. Und heute ist sie hier bei uns im Feng Sushi Studio. Jazz Egger! Let's go! Also du bist eine Person, die versucht, ehrlich und echt zu sein auch. Mhm. Und findest du, geht gerade so eine Entwicklung dorthin? Man sieht ja jetzt viel auch so Leute, die auf Instagram eher posten, wenn sie emotional sind und sowas. Mhm. Findest du, das ist eine echte Entwicklung oder ist das vielleicht auch so ein Versuch, mit Emotionalität irgendwas zu fangen vielleicht? Vermutlich beides. Auf jeden Fall finde ich es sehr positiv, dass man jetzt mehr sieht, dass Menschen nicht nur gefilterte, gefotoshoppte Fotos posten, sondern auch immer mehr echte Fotos mit echten Captions und was wirklich so passiert ist. Mhm. Das finde ich einfach total schön, dass ich da ein Teil davon war, dass das halt so angefangen hat und dass das jetzt ins Rollen kommt. Ist einfach total schön zu sehen. Wir sehen hier im Hintergrund exklusives Material von deinen aktuellen Drehaufnahmen. Also du arbeitest beim Film mit jetzt gerade, du drehst. Was kann man darüber schon erfahren? Was kannst du schon erzählen? Kannst du was erzählen? Genau, also der Film wird auf Amazon Prime verfügbar sein. Ja, in dem Film, es ist ein Schwarz-Weiß-Film, wie man sieht. Und es geht halt darum, dass wir Auftragsmörderinnen sind. Und ja, wir kriegen halt immer Aufträge mit einem Umschlag und da steht halt ein Name drinnen und die Person müssen wir dann halt umlegen. Hm. Genau. Ist Schauspiel generell was, wo du dich dann irgendwann einmal in den nächsten Jahren siehst? Mir gefällt Schauspiel, weil man beim Schauspiel viel mehr als Mensch anerkannt wird als beim Modeln. Weil beim Modeln ist man wirklich ein Objekt, man wird so, ja, wie so eine Leinwand quasi. Und das, beim Schauspiel merkt man halt schon, dass man mehr wirklich wahrgenommen wird. Als Model bekommt man total viele Anfragen, die eigentlich nichts mit dem Modeln zu tun haben sollten. Wo es dann halt wirklich ja um Sachen geht wie Prostitution etc. Ja. Das ist schon heftig. Manchmal kriegt man es einfach auf Instagram oder man ist aus in einem Club und wird angesprochen oder wirklich über die Agentur teilweise. Du wirst eingeflogen von einer Agentur nach New York und in New York verdienst du aber nicht genug und deine Modelagentur sagt dir, du wirst zurückgeschickt bald. Und dann sagen sie, aber es gibt noch andere Optionen. Und dann so, wie wäre es, wenn du zum Beispiel auf ein Dinner gehst mit einem bekannten Schauspieler und du kriegst tausende Dollar dafür. Und natürlich leuchten dann die Augen von den Models, weil oft schicken sie das Geld zurück in ihr Land und sie brauchen das Geld und sie wollen in New York bleiben natürlich. Was aber nicht gesagt wird, ist, wenn sie dann an dieses Dinner gehen, wird natürlich mehr erwartet. Mhm. Und ja, das zerstört viele junge Models.